Willkommen zu einer neuen Folge von dem Eurotruck Simulator 2 Discover the World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir werden natürlich weiter unsere Tour hier fahren, die in Kirkness endet. Also wir sind ja schon sehr lange unterwegs, also sehr viele Folgen auch. Also was da so zusammenkommt, ist schon ziemlich, ja, geil. Kann man geil sagen? Es ist schon, ja, beeindruckend auch. Also, und es macht immer noch Spaß. Also, weil wir erkunden natürlich neue Städte. Wir haben letzte Folge jetzt neue, ja, neue Wegpunkte gesetzt. Och, was ist das hier für eine Strecke? Cool. Neue, Streckenabschnitte. Wir hören, schöne Lieder. Und besser kann es ja wohl nie laufen, ne? Und wir wollten uns heute über, das neue Update 1.25 unterhalten. Oh, hier sind ja einige Firmen auch ansässig. So, rote Ampel müssen wir natürlich anhalten. Ja, was ist das? Also, ne, allgemein Bugfixes, ne, da gehe ich jetzt wohl nicht drauf ein, weil es sind natürlich etliche, was das Team da immer noch macht. Die werden ja immer gemeldet dann. Und so weiter. Also SCS-Software ist da wirklich, also wirklich, man kann nur sagen, top. Also was die alles für die Spiele machen und regelmäßig und für die Community, wie die alle auf dem aktuellen Stand halten, ist es schon sehr beeindruckend. Dieser SCS-Software-Block, ne, ist schon ziemlich cool. Also, ne, nochmal ein großes Lob. Weil das, man muss auch sagen, das macht nicht jedes Entwicklerteam. Das macht nicht jedes Entwicklerteam. Aber, ja, also nochmal gesagt, ich fahre nicht mit diesem 1.24 Update, weil ich fahre auf eine, ja, auf der Karte ProMods, ist eine Mod-Karte, eine gemoddete Karte, die wird noch nicht unterstützt. So, aber, würden wir jetzt das 1.25, ja, 1.25er Update haben, so erhalten wir einen, ja, DAF XF, einen überarbeiteten DAF XF. Ne, das Ganze habe ich ja schon mal gesagt. Teils, ja, ist das Ding schon außen von den Mods bekannt. Weil der Modder ist jetzt bei SCS Software angestellt oder wird da angelernt und, ja, hat gesagt, okay, dürft ihr nehmen, so ist das. Wurde natürlich noch Texturen und wurde noch ein Modell was geändert und so weiter. Also das ist das Coole. Hier ist ein Bahnhof und läuft. Läuft. Was geht ab hier? Alles klar. Dann ist das Industriegebiet, das ist ein Schornstein. Schon interessant, ne? Also, weil es sieht ja auch nicht jede Stadt gleich aus, muss man ja auch sagen. Wir werden jetzt die Stadt wieder hier verlassen. Wie das so aussieht. Boah. Fahren wir mal weiter geradeaus. So, Tankstelle. Müssen wir die mitnehmen? Ich glaube nicht. So, jetzt ist die Frage. Fahren wir jetzt links? Oder geradeaus? Sagen wir, fahren geradeaus. Und dann werden wir... Was ist das hier für ein Händler? Der Volvo, okay. Ja gut. Ich habe jetzt noch keinen neuen Mod mit reingenommen. Aber Volvo wird es wahrscheinlich wohl werden. Weil wir den ja noch gar nicht gefahren sind so recht. Ob es jetzt ein älterer wird oder ein neuerer, das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Also, ne, schaut euch mal diese Volvos an. Die sehen noch... Ah, ne, Rückwärtsgang soll es jetzt nicht sein. Fahr einfach mal hier drauf. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, so ein Volvo wäre nicht schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Ich kann auch mal mit so einem, ja, so einem kleinen Wagen, hier mit so einem kleinen, ja, wie sagt man, so also einen kleinen, ja, so ein Auflieger, den man da direkt dran hat, ne, dass man keinen Anhänger ankuppelt. Wäre schon, cool. Boxwagen oder so? Ich weiß nicht. Ja, und wie haben wir das jetzt hier auch erkundet? Sehr schön, Volvo-Händler. Wissen wir jetzt, wo einer ist. Wenn wir da mal einen neuen LKW brauchen, das ist, wird auch bald, ja, so sein. Also es wird ja noch einige Folgen dauern, muss man auch sagen. Aber wir wissen jetzt einmal schon mal Bescheid. Ich meine, das ist nicht der einzige, ganz klar.
aber so ist das. So, was habe ich hier noch stehen? Genau, wir waren bei dem DAF XF, der wurde ja überarbeitet. Und dann hier die Trailer-Auswahl. Da wurde ja auch was gemacht. Da kann man jetzt einmal die Optik des Trailers auswählen oder einen komplett anderen wählen, also anderen Stil so. Sehr interessant auch. Also auch das, ja, müssen wir mal testen. Also auf jeden Fall, ob das Ganze schon so mit den Mods kompatibel ist, das müssen wir dann mal schauen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal darauf achten, wann die Karte pro Mods geupdatet wird. Auf jeden Fall, das ist vorgesehen. Aber ich werde mir jetzt auch keinen Stress machen. Also sollte das noch länger dauern, fahren wir halt mit dem 1.24er Update hier rum. So ist das. So ist das. Wir machen uns da keinen Stress. So, 80. Aber hier ist rot, deswegen. So. Ach genau, ich wollte ja schon immer mal mit Schaltung fahren. Ich vergesse es immer wieder. Ich wollte das echt mal machen. Ja. Ob wir das mal beim nächsten Job machen? Weiß noch nicht. Ja, genau. Dann habe ich ist halt sowas noch dazu gekommen wie Lenkrad verstellen. Ne? Dass man hier das Lenkrad verstellen kann. Höher zum Beispiel, näher an sich ran oder so kippen oder was. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Und dann kann man auch hier dieses Zoomen, wenn ihr den Fernbus-Simulator schaut, dann ne, kann man mit der rechten Maustaste so, weiß nicht, an dieses Schild, an die Ampel zoomen oder so, ne? Finde ich sehr, sehr interessant auch. Also, vielleicht erkunden wir dadurch mehr. Sogar so, na so mit dem Auge, sag ich mal. Genau, und dann, ne, kam halt noch sowas wie diese Lenkradknöpfe dazu, gibt's jetzt auch. Ist echt interessant, es wurde sehr, sehr viel Wert in diesem Update auf die Innenausstattung gelegt. Und, ja, cool, auf jeden Fall. Und man kann halt jetzt auch das Lenkrad separat wählen, also es ist jetzt nicht mehr so mit dem kompletten, mit der kompletten Innenausstattung verknüpft, sondern halt einzeln. Zum Beispiel, du kannst jetzt sagen, ich möchte das schwarz haben, aber, also das Lenkrad schwarz haben, aber das, ne, das andere hell. So. Kein Problem. Geht jetzt. So ist das. So ist das. Also es ist ja echt schon sehr, 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 sehr cool. Also was da auch gratis uns zukommt. Ne, natürlich gibt es wieder, es gibt natürlich einige DLCs, ne, auch für den ETS 2, aber mich persönlich stört das jetzt nicht, weil man muss es ja nicht kaufen, ne, weil es kommt noch Content gratis dazu, muss man immer wieder sagen, ne, Features und so. Das ist so nicht selbstverständlich. Also, natürlich kann man es jetzt, ne, selbstverständlich betrachten oder nicht. Manche Spiele bieten das vielleicht an so. Aber, ja. Also ich, ja, unterstütze da die Entwickler und, kauf mir da, sag mal, die DLCs, Paint Jobs, also, es gibt ja auch immer wieder diese Angebote, zum Beispiel im Summer Sale, ich weiß nicht, was gibt's noch, ja, immer wieder zwischendurch, ne, da tut sich halt immer wieder was, ne, dann ist mal das im Angebot an das und, na, dann könnt ihr zugreifen, ihr müsst es ja nicht auf, ja, auf einmal kaufen, ist natürlich eine, ja, Hausnummer, aber, wer den ETS 2 wirklich gerne mag oder gerne spielen möchte, ich glaube, ne, die werden sich auch sowas kaufen. Natürlich, was man auch sagen muss, dass man ja teilweise, ich sag mal, in unserem Fall ein paar, sag mal, größere DLCs gestellt bekommt, ne? Muss man ehrlich so sagen, also, aber auch wenn ich jetzt so spielen würde, also wenn man jetzt mal, ne? Wenn man jetzt kein YouTube machen würde, würde ich mir das, glaube ich, auch kaufen. Also, weil, ne? Das Spiel ist einfach geil. Das Spiel ist einfach geil. Ich spiele ihn ja nur so mal, so beispielsweise in der Aufnahme oder so, ne? Früher haben wir mal ETS 2 Multiplayer gespielt. Jetzt eher weniger, weil, wie gesagt, man hat verschiedene Projekte und so. Und, aber, ja. Es ist, macht schon Spaß, dieses Spiel auf jeden Fall. Also,
nicht nur ETS 2, also auch ATS, ne? Also, da gibt es natürlich noch andere Spiele. Also, ich habe ja schon mal gesagt, macht mir ein Spiel keinen Spaß, dann spiele ich es auch nicht. Dann lasse ich es liegen, beziehungsweise die Lust kann ja auch wiederkommen, ne? Durch, wenn was Neues erschienen ist, neue Features und so, vielleicht, ne? Bugfix behoben worden sind, darf man ja nicht, aus den Augen verlieren, sowas. Schon sehr idyllisch. Ach ja, diese schönen Landstraßen sind einfach sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Vitasari. Oh. Und jetzt ist hier 80. Alles klar. So ist das also. Ja gut. Dann akzeptieren wir es natürlich so. Ja, generell sind halt die Features und so im ETS 2 und ATS gleich, ne? Außer halt zum Beispiel dieser DAF XF. Den gibt es natürlich nicht im ATS. Aber mal, irgendwie spielt man auch gar nicht gefragt, so, ne? Also ich weiß gar nicht. Lass mal schauen, wie viele Tonnen das sind überhaupt hier. 7 Tonnen. Also, ja, okay, ne? 7 Tonnen ist ja gar nichts. Also man kennt da schon deutlich schwierigere Frachten. Oder schwere Frachten. Ah ja, Kirkness. Sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, ich freue mich da auch schon, wenn man runterfahren wieder kann. Zum Beispiel eine ganz andere, also, ne? Also es ist schon echt, echt cool. Also wir haben noch so viel vor hier, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir wieder nach Deutschland fahren. So, irgendwie nach München oder so. Oder nach Köln. Oder wo auch immer. Ah, okay, geradeaus. Lass mal wieder das hart ausmachen. Irgendwie stellt das ein wenig. Schlafen müssen wir ja noch nicht. Tank haben wir, glaube ich, auch noch genug. So. 15.28 Uhr haben wir. Ja, und generell erscheinen ja immer die Folgen so, 17 Uhr. Also alle zwei Tage, muss man auch sagen. Früher war es ja so, dass die um 13 Uhr kamen. Aber ja, jetzt ist da Fernbus-Simulator. Natürlich kann man das tauschen, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ne? Kann man ja immer nochmal schauen. Auch so viel, Wasser hier, ne? Also es ist schon, Nochmal, beeindruckend. Wie oft sage ich das Wort eigentlich? Ich glaube, ziemlich oft. Ziemlich oft. So. Aber ich finde schon, dass wir so ordentlich Kilometer fahren in der Folge. Also, auf jeden Fall. Also, es, da kann man nicht sagen, wir werden hier, rumstehen oder so. Das kann, ne, wir sind ja auch nicht am Düsen. Auch wenn wir zwischendurch mal Städte und so erkunden. Aber man muss sagen, wir haben Zeit, beziehungsweise auch, ne? Man muss auch beachten, wir haben eine Fracht dran. Die muss, pünktlich ankommen. Ha, was verdienen wir dadurch eigentlich so? €232.658. Geil, richtig geil. Und was man daraus da für Erfahrungspunkte sammeln? Jojo, richtig nice. Da freut man sich schon drauf. Ich wollte schon sagen, dass man das Geld oder das Bare in der Hände spürt, aber ne, wir bekommen das ja überwiesen. So. Käsemäcki. Was? Käsemäcki?
Mein Gott. So, der möchte wahrscheinlich. Genau. Können wir weiterfahren? Käse-Mäcki. Hier sind wir ein Käse-Mäcki. Ulu. Lasst uns mal nach Ulu fahren. Aber wie sieht's mit Tanken aus? Ach komm, da geht noch was. Da müssen wir noch nicht tanken. Lasst uns noch ein wenig fahren. Aber hier ist es ja schon ziemlich grün, ne? Also, so Dänemark und, ja, Schweden und, ich glaube, Norwegen ist ziemlich grün. Da kann man die Natur genießen. Rikö. Was macht die Firma nochmal? Boah, das ist eine gute Frage. Ich werde das mal googeln und euch in der nächsten Folge mehr darüber erzählen, weil das interessiert mich ja doch schon, ne? Vielleicht euch auch. Und ja, ich bedanke mich da bei euch fürs Zuschauen und ja, was Rikö ist, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise werde ich auch nächste Folge drauf eingehen. Bis zum nächsten Mal und ja, ihr, alle 2 Tage erscheint eine neue Folge hier vom Eurotruck Simulator 2 Discover. So wird. Bis dann. Ciao.